Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Viele Teilnehmer sind schon da. Gutes Sehr gut. Können Sie mir alle gut Glück. verstehen? Wolfgang ist auch schon da. Richtig. Jana, Herbert, alles schon da. Ja, super. Sehr gut. Hört sie mich gut? Ja? Ja, grüße euch. Sehr gut, ja. Ich will Ausgezeichnet. jetzt den Ton ausschalten bei mir. Gut. Ja, weil sonst mache ich das. Meine Herrschaften, es freut mich ganz besonders, dass wir heute hier auf Zoom den ersten Donnerstag haben, wo wir jetzt unter dem Motto Feel the Evolution werden ein Thema behandeln, das wir jetzt am Place 4D am Wochenende beim Hotel Moselebar am Samstag hatten. Es ist da richtig die Post abgegangen, also es haben dem Ruf viele, viele Leute gefolgt sozusagen und sind gekommen zum Moselebauer. Es war wirklich eine wunderschöne Veranstaltung. Und ja, es war ein Schaltjahr. Das kommt ja nicht immer wieder vor, sondern dieses Schaltjahr hat für die Place 4 eine große Bedeutung. Wir haben da einen Schalter quasi umgelegt und es wird jetzt in eine völlig neue Richtung, in eine völlig neue Dimension gehen. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Leute vorstellen, die ich seit vielen Jahren ja, schätzen gelernt habe, sagen wir mal so. Seit vielen Jahren haben wir Verbindungen geschlossen. Das hat bereits begonnen im Jahre 1987. Ich kann es gar nicht glauben. Nicht? Es sind mittlerweile 33 Jahre. Ich weiß, das schaut man mir nicht an. Nicht? Aber die Zeit vergeht unglaublich schnell. Vor 33 Jahren habe ich Menschen kennengelernt und seither sind wir immer wieder mal zusammengekommen. Dann haben sich unsere Wege einmal getrennt und dann wieder zusammen. Und jetzt, ja, und jetzt möchte ich euch vorstellen, also ein Dream Team, ja, das ist die Familie Beatrice und Magister Wolfgang Holzer, der schon in meiner relativ kurzen HTL-Zeit eine große Bedeutung gespielt hat. Ja. Also, wie viele ja wissen, habe ich 2 Jahre eine technische Ausbildung genossen, bin aber darauf gekommen, dass Maschinenbau und Verbrennungsmotoren keine Zukunft haben und hab dann ja, nach 2 Jahren etwas Ordentliches gelernt. Und dann haben sich unsere Wege wieder mal kurz getrennt, aber ich weiß nicht, wer von euch das erkennen kann. Der Wolfgang Holzer sitzt da direkt neben mir und ich sitze da beim Ausgang. Also ist doch schon ein paar Jahre her. Und danach im Jahr 2000, und das ist ja auch schon 20 Jahre her jetzt, haben wir, also eigentlich früher schon, ich glaube, das war 98, war es dann, haben wir wieder Harry, uns getroffen. wir sehen kein Bild, Harry. Ihr seht kein Bild, das muss aber dann auf Na, dem Weg wir sehen sein. kein Bild. Dann habt ihr ja den Bildschirmmodus eingestellt, gell? Also die anderen sehen ein Bild, gell? Seht ihr das Bild? Werner, siehst du was? Ja, wir hören es gerade, ja. Also das liegt an euch, dass ihr kein Bild seht, gell? Ihr müsst da oben Warum? irgendwas umschalten, da bei Meer oder so irgendwo. Auf jeden Fall Bild, ich sehe das gut, ja. im Jahr 2000 haben wir gemeinsame Erfolge gefeiert. Die Familie Holzer war bei mir in meinem alten Geschäft, sage ich mal so, eine überhaupt die stärkste Säule in der Anfangszeit, ja, und hat wirklich da sensationelle Erfolge gefeiert. Okay, bitte nichts mehr drücken, gell? So, ja, Burkhard Hosterwitz, damals der Herr Haider noch gelebt, gell? Haben wir einiges erlebt. Im Jahr 2000 dann in Wolfsberg, großes Meeting, haben es damals schon die Stufe 7 bei mir geschrieben. Wir haben damals auch schon die 8 Stufen gehabt. Wir waren auch im Sotschertal gemeinsam unterwegs, haben das alles kennengelernt beim Raften. Wir waren in der Türkei, wir waren auf Kreta, wir waren in Paris bei BNP Paribas und so weiter, größten Bank Europas. Ja, Generalmeetings, wo sie alle Erfolge gefeiert haben, die es zum Feiern gibt. Und auch diese Seminare, die wir alle gemeinsam erlebt haben, natürlich live mit gemacht. Ich sehe gerade das ein bisschen hinten nach, meine Präsentation, das liegt am Internet, ja. Ja, und dann kam der Herr Professor zu mir, und zwar voriges Jahr mit seiner ganzen HTL-Klasse, mit der Schulklasse. Und
Ja, und hat bei mir einiges angeschaut. Die Leute mussten die Handys abgeben. Ja, es war absolutes Fotografierverbot, gell, und haben die Handys sozusagen abgeben und waren trotzdem 3 Stunden extrem aufmerksam. Ja. Und das war hochspannend, weil was daraus eigentlich entstanden ist, muss ich sagen, ist wirklich sensationell. Und das möchte jetzt gar nicht ich verraten, sondern das werden Sie selber verraten. Ich habe jetzt sozusagen die Entscheidung getroffen, den Part des Vertriebes, der ja unglaublich viel Arbeit bedeutet und ich weiß ganz genau, was zu tun ist, ja, diesen Part des Vertriebes in sorgsame Hände zu geben, die das vertrauensvoll machen. Und da war es eben so, jemanden zu finden auf diesem Gebiet, ja, der erstens einmal mein hundertprozentiges Vertrauen genießt, das ist einmal Punkt 1, und wo man eine langjährige oder jahrzehntelange Verbindung dann hat, das ist natürlich nicht einfach zu finden. Das Zweite ist, dass man natürlich die Produktlinie, die Green Technology, die wir von Anfang an verfolgen, die ich seit vielen Jahren schon verfolge und im Kopf habe, dass man zu diesen Produkten auch zu 110% stehen kann, dass man bereit ist, darüber alles zu lernen, auch wenn man vielleicht technisch jetzt da die Tiefe nicht hat, aber sich damit auseinandersetzt, sie selber einzusetzen, sie selber zu verwenden und so weiter, die Produkte, um dann authentisch das rüberbringen zu können, weil ich kann ja nicht etwas erzählen, wo ich selber nicht begeistert bin davon oder selber das nicht nutze, ja, das wird nicht funktionieren. Und das ist einmal der Punkt 2 gewesen. Und der Punkt 3 ist dann natürlich, man braucht da jemanden, wo man sein wichtigstes Gut, was eine Firma überhaupt besitzen kann. Ja? Und das sind nicht Räumlichkeiten, Gebäude oder Maschinen oder Patente. Das sind Menschen. Man übergibt vertrauensvoll Menschen in die Hand, und zwar viele Menschen, ja, weil es sind bei uns mittlerweile an die 5.400 Kunden registriert, die etwas gekauft haben schon bei der Plus vor, in der relativ jungen Firmengeschichte noch. Und die Hälfte ungefähr hat sich als Partner registriert bei uns. Ja. Und auch wenn viele bis jetzt als Partner eher noch so im Hintergrund waren oder ein bisschen inaktiv waren, das kann sich ja jeden Tag und jederzeit ändern. Und wenn ich bedenke, was sich allein in den letzten Tagen alles getan hat, dann geht mir natürlich das Herz auf. Es ist gewaltig, was sich da getan hat. Und ja, und diese 3 Komponenten, das heißt, jemanden zu haben, der jahrzehntelange Erfahrungen hat auf diesem Gebiet und dann noch die Produkte liebt und da in diesem modernen Bereich, wo wir um Jahre voraus sind in andere, was jetzt viele noch gar nicht zu schätzen wissen, was wir da eigentlich an der Hand haben, das auch versteht, das auch lebt und zum einen dann noch das Vertrauen genießt. Diese Kombination ist einzigartig und in einem Team konzentriert und ich sage dazu einfach Dream Team, möchte das Mikro euch in die Hand geben und jetzt könnt ihr loslegen. Liebe Trixi und lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. So, jetzt darfst du den Bildschirm teilen, wenn du willst. Also wir möchten auch euch alle herzlich willkommen heißen. Und ja, es hat sich wirklich die letzten Tage, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Von unserer Seite aus war das natürlich auch eine Entscheidung, die wir uns sehr wohl überlegt haben. Ist es dieser Weg, den wir jetzt gehen wollen? Aber wir sind, glaube ich, auf einer Ebene mit Harald, eine gleiche Vision, die wir gemeinsam tragen. Und die wollen wir euch jetzt ein bisschen vorstellen. Was ist die Vision dahinter? Wohin geht der Weg mit Plus4? Ich werde euch das Ganze jetzt ein bisschen vorstellen und anschließend haben wir dann Zeit, ein bisschen darüber zu sprechen und eure Fragen auch zu beantworten. Als ich das erste Mal dieses Firmenlogo gesehen habe, ist mir sofort eines aufgefallen und zwar das Wort Field Evolution. Evolution zur Stärkung der Familien. Das heißt, für mich wird es so angesprochen, dieses Wort Evolution, den Fortschritt zu sehen und mir ist sofort eingefallen, ja, diese Familien zu stärken. Dazu muss ich sagen, dass wir natürlich eine Familie sind,
Wir haben 4 Kinder, sind heuer 30 Jahre verheiratet. Wir haben die 4 Kinder miteinander. Ja, genau. Sind noch immer sehr glücklich verheiratet und ja, die Familie, das ist für uns so ein richtiges Herzensanliegen, dass wir die Familien stärken. Evolution, aber auch zur Stärkung des Kleinunternehmertums. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch ganz wichtig, dass wir die Kleinunternehmer stärken, weil die Großen werden immer größer und viele kleiner. Die Kleinen haben oft gar keine Chance mehr zum Überleben. Aber die Kleinen schaffen auch viele Arbeitsplätze vor Ort. Und Evolution unter Rücksichtnahme der vorhandenen Ressourcen. Und dieses ganze Thema sehen wir, wie können wir diese Familien stärken. Und da haben wir die Green Family ins Leben gerufen. Warum grün? Weil grün steht für mich für Harmonie, dass ich mal selber mit mir im Einklang bin, aber auch Harmonie in der Familie, Harmonie im ganzen Team. Stabilität. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema heutzutage in den Familien, dass da wieder mehr Stabilität und Ruhe hineinkommt und Geborgenheit. Das Grün steht natürlich auch für Wachstum, Wachstum in allen Lebensbereichen. Und natürlich dieser ökologische Ansatz, der uns all sehr wichtig ist. Und Unabhängigkeit. Also dieses Grün, dieser Grünton symbolisiert ja viele Bereiche. Ja, und wie können wir diese ganze Green Family umsetzen, diese Fortschritt, diese Evolution, da haben wir ja verschiedene Bereiche. Bereich Bildung, Bereich Technologie, Produkte, Dienstleistungen und Wirtschaft. Dann schauen wir uns die einzelnen Bereiche mal kurz an. Plattformbildung. Ja, Evolution beginnt immer mit einem neuen Blickwinkel, mit einer neuen inneren Haltung, eigenständigen Denken und Handeln. Also jeder Fortschritt beginnt ja immer mal in mir und mit einer neuen Sichtweise. Und die führt wieder zu neuen Gewohnheiten und neue Gewohnheiten bringen neue Ergebnisse hervor. Evolution findet dann statt, wenn Menschen sich ihrer Gaben und Talenten bewusst werden und sie zum Nutzen anderer einsetzen. Und das ist ja genau das, was jetzt hier stattfindet. Und das fasziniert mich so auch beim Harald oder auch beim Herrn Ingenieur Renner, der seine Talente eingesetzt hat, daraus wirklich Produkte entwickelt haben zum Nutzen der Menschen. Und das ist was wir jetzt auch tun, unsere Talente einzusetzen, genau, zum Nutzen des ganzen Teams. Die Plattformtechnologie, und da ist ja wirklich in den letzten Jahren sehr viel passiert. Evolution nützt vorhandene Ressourcen, um neuartige Technologien, einzigartige Erfindungen für jedermann zugänglich und erschwinglich zu machen. Und das war nicht das, was uns am Anfang an komplett angesprochen hat. Wie wir gesehen haben, was für Technologien sind da, welche Produkte, welche Visionen für die Zukunft und das Ganze zugänglich zu machen für die Familien. Zugänglich und erschwinglich. Wir alle wissen, dass es gibt ja viele Produkte da draußen am Markt, die leider Gottes den Weg in die Familie gar nicht mehr finden. Und Plus4 wird auch so eine Art Plattform sein, um diese Produkte, nicht alle, also Produkte, die zu unserem Spirit natürlich passen, dass wir die auch mit aufnehmen. Technologien, die das Leben der Familien erleichtern, die Gesundheit unterstützen und die Autarkie natürlich auch fördern. Daneben haben wir Plattformprodukte und Dienstleistungen. Und da findet Evolution seinen Ausdruck in der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen, um sein Leben zu verbessern bzw. zu vereinfachen und dabei seinen ökologischen Fußabdruck zu senken. Also ihr seht, da gibt es viele Bereiche und der letzte Bereich ist die Plattformwirtschaft. Da findet Evolution statt, wenn Produkte und Dienstleistungen
über neue Vertriebswege den Weg zum Kunden finden. Dabei das Kleinunternehmertum gefördert wird und gleichzeitig, wo Familien durch einen Geldrückfluss finanziell wieder gestärkt werden. Also ihr seht, das Rad ist sehr, sehr rund und es gilt immer der Stärkung der Familien. Green Families werden zu Influencer, Beeinflusser. Green Families unterstützen dann wiederum andere Familien. Ja, und dieses Konzept, das hat mein Herz wirklich von Anfang an sehr berührt. Denn wir haben hier gefunden, und es war am Samstag, am 29.02. an diesem Schalttag sehr sichtbar für uns, dass da eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen ist, die der Place for Spirit vereint. Und was ist dieser Place for Spirit, von dem wir sprechen? Dieser Spirit sagt, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Und zwar Verantwortung über meinen Bereich, das, was wir da im grünen Bereich sehen, dieses Haus. Das heißt, über meine Familie, die Menschen, die in diesem Haus wohnen. Über mein Haus, mein Auto. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die ja immer aufzeigen oder meckern und jammern. Aber wir wollen eine Gemeinschaft sein, die sagen, wir übernehmen Verantwortung. Und zwar vorrangig einmal für unseren eigenen Bereich. Denn alles beginnt immer bei mir als Person und setzt sich dann in meiner Familie fort. Also ich kann nicht etwas weitergeben, was ich nicht selber habe. Also muss es bei mir beginnen. Und es beginnt bei mir, setzt sich bei meiner Familie und schlussendlich dann auch in der Gesellschaft fort, weil wir dann eine gewisse Vorbildfunktion haben. Wir wollen nicht nur aufzeigen, sondern handeln. Wir wollen uns nicht einschränken, sondern wir müssen einfach umdenken. Wir wollen nicht Mangeldenken haben, sondern wir wollen Fülle. Und ich glaube, wir alle streben nach Unabhängigkeit und Freiheit. Und das ist dieser Spirit, der uns alle vereint. Eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen, die der Place for Spirit vereint. Jetzt haben wir über die Evolution gesprochen, wir haben gesprochen über den Spirit und jetzt schauen wir uns die Gemeinschaft etwas näher an. Die Gemeinschaft umfasst die Place for Kunden und das sind Leute und Menschen, die sich für unsere Produkte interessieren, die von den Produkten sich angezogen fühlen. Und das war ja auch unser Beginn. Also wir haben ja nicht daran gedacht, einen Vertrieb aufzubauen, geschweige denn es einen gesamten Vertrieb zu übernehmen, sondern am Anfang waren wir von diesen Produkten sehr angezogen. Und wir haben auch zu Hause mit unseren Kindern etliche Gespräche in dieser Richtung geführt, was für ein tolles Angebot der Harald oder Place for jetzt da hat. Ja, und wenn der Kunde, für den Kunden haben wir ein eigenes Kundenprogramm, wenn der Kunde Produkte weiterempfiehlt, bekommt er in Zukunft eine Gutschrift auf sein Kundenkonto. Und diese Gutschrift kann er jederzeit gegen Produkte, also bei der nächsten Bestellung entgegenrechnen. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil für Kunden, weil es geht ja immer darum, die Familien zu stärken. Und somit ergibt sich ein bisschen eine Ersparnis. Dann haben wir neben dem Place for Kunden auch diesen Place for Partner. Der Place for Partner fühlt sich nicht nur von den Produkten angezogen, sondern vor allem von diesem Place for Spirit, von dem ich zuvor gesprochen habe. Und dieser Place for Spirit bringt grün, so Green Families werden in der Gesellschaft sichtbar. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir sichtbar werden als the Green Family, eine Familie, die etwas unternimmt, die Verantwortung übernimmt und die handelt.
in den verschiedenen Bereichen. Der Plus4Spirit ist nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das Wohl anderer bedacht. Und das ist der nächste Schritt. Es beginnt immer bei mir selbst und setzt sich dann in der Gesellschaft fort. Green Families werden Influencer, das heißt, wir beeinflussen im Positiven. Green Families unterstützen andere. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir wollen anderen Familien helfen, ebenfalls eine Green Family zu werden. Ja, es beginnt bei uns und setzt sich dann fort. Und da wir heute ja international Bekannte haben, rund um den Globus, haben wir ja dann auch eine Eagle-Akademie und unser Eagle-Software, um wirklich ja, dieses Influence-Marketing ganz intensiv betreiben zu können. Aber dazu gibt es ja dann eigene Schulungen in diesem Bereich. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen näher die Plus4Wirtschaft anschauen, denn viele von euch, die vielleicht heute da sind, sind ja bereits Partner, haben nicht die Möglichkeit gehabt, am Samstag, den 29. ja, bei uns zu sein, in Kärnten, und so werden wir da auch das ein bisschen näher drauf eingehen. Im Bereich Plus4Wirtschaft findet Evolution statt, wenn Produkte über neue Vertriebswege den Weg zum Kunden finden. Das heißt, was haben wir in dieser Wirtschaft? Wir haben eigentlich ein Handelsabkommen, die Plus4Gemeinschaft mit dem Kleinunternehmer. Und dadurch, dass wir ein Handelsabkommen haben, gibt es dann einen Geldrückfluss zum Kunden. Die Green Family benötigt Produkte und Dienstleistungen, um unsere Mini-Habits umzusetzen, um diesen ökologischen Fußabdruck zu senken. Wir benötigen Produkte, ja, unseren ökologischen Fußabdruck zu senken, habe ich gerade gesagt, um Abfall und Plastik zu reduzieren. Wir benötigen Produkte, um unsere Gesundheit zu behalten bzw. zu erhalten. Um ein gutes Gedankengut unseren Kindern zu vermitteln. Ja. Um weit möglichst autark zu werden. Das heißt, um das Ganze umzusetzen, brauchen wir auch Produkte und Dienstleistungen. Und deshalb gibt es da auserwählte Kleinunternehmen, die uns Kunden direkt beliefern. Und wir haben schon zuvor gesagt, Evolution findet ihren Ausdruck in der Auswahl von Produkten. Also nicht nur Auswahl von Produkten, sondern auch Auswahl von Kleinunternehmern. Was ist jetzt der Vorteil der Kleinunternehmer? Die Großen rauben den Kleinunternehmern, ich sage einmal, die Luft zum Atmen. Viele haben es wirklich sehr schwer da draußen. Und dadurch, dass die Kleinunternehmer uns jetzt direkt beliefern können, stärken wir diese Kleinunternehmer durch direkten Einkauf. Schaffen bzw. sichern dadurch Arbeitsplätze. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema da draußen in der Gesellschaft. Und wenn man mit Leuten sich unterhält, ja, dann fällt eigentlich jeden schon auf. In jeder großen Stadt gibt es die 5, 6 Großen. Oder wenn man es Amazon anschaut, der ja, kriegt schon eine gewisse Größe, wo man ein bisschen zum Nachdenken kommt. Also unser Ziel ist es auch, diese Kleinunternehmer zu stärken. Was ist der Vorteil von uns als Plus4Gemeinschaft? Ja, wir erhalten durch dieses Handelsabkommen mit den Kleinunternehmen einen Geldrückfluss zum Kunden. Und dadurch wird das Familienbudget aufgebessert. Und ich muss ja sagen, wir selber, wie gesagt, haben ja 4 Kinder und viele Jahre auch nur ein Einkommen bezogen. Und ich weiß, dass oft nur 50, 100 oder 150 Euro im Monat mehr für eine Familie einen großen Unterschied macht.
Und da können wir Familien wirklich unterstützen. Oder wir kommen natürlich auch wirklich zu einem Zusatzeinkommen durch Influence-Marketing. Also wenn ich sage, ich spüre diesen Blass for Spirit und ich bin auch bereit, anderen Familien zu helfen, andere Familien zu unterstützen, dann findet ein Influence-Marketing statt und dadurch kommt es zu einem höheren Geldfluss bis hin zu einem Zusatzeinkommen oder Haupteinkommen sogar. Ja, ich denke, das Ganze ist eine Win-Win-Situation, die es wirklich zu fördern gilt. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtig, wenn wir jetzt da neue Partner oder Kunden haben. Das reicht eigentlich aus, was sie wissen müssen. Sie müssen sehen, wir haben Evolution. Wir stehen für Fortschritt. Wir wollen die Familien stärken in Form der Green Family. Und wir wollen diesen Spirit vermitteln und wir wollen handeln. Der nächste Schritt, was ich euch heute zeigen möchte, aber das würde ich euch nicht empfehlen, in Zukunft wirklich oft neuen Partner zu zeigen, weil oder Kunden zu zeigen oder Green Family, das ist oft am Anfang noch zu viel, weil wir alle müssen ja Schritt für Schritt da hineinwachsen und da müssen wir den Familien auch wirklich Zeit dafür geben. Aber heute sind viele Partner hier, die wollen heute wissen, was hat sich verändert. Auch im Bereich jetzt, wie wird dieser weltweite Wirtschaftspool aufgeteilt finanziell. Und darum wollen wir heute ein bisschen ins Detail gehen, um euch das zu zeigen. In Zukunft wird das alles in der Plus4-Akademie stattfinden. Aber heute ganz speziell für euch. Ja. Unsere Wirtschaft. Weltweiter, wir haben durch dieses Handelsabkommen einen weltweiten Wirtschaftspool. Und uns ist immer Transparenz wichtig, damit ihr versteht, wie wird das ganze Geld aufgeteilt und zurückgeführt zum Kunden, zu den Familien. Wir haben einen Verkaufspreis für den Kunden. Den Nettopreis, weil jedes Land natürlich eine andere Mehrwertsteuer hat. Dann haben wir einen Einkaufspreis von den Kleinunternehmen und die Differenz ist das Plus-4-Geschäftsvolumen, mit dem wir als Vertrieb jetzt arbeiten können, wo wir dieses Geld für die Familie nutzen können. Wie wird dieses Plus-4-Geschäftsvolumen jetzt aufgeteilt? 60% davon geht an die Familien, an die Partner zurück. Und wir bezeichnen das als PPV, Plus-4-Partner-Volumen. Und 40% geht an den Plus-4-Overhead. Denn es muss ja Ware eingekauft werden, es muss verhandelt werden, es gibt ein Backoffice, es gibt eine Sekretärin und so weiter. Und jetzt schauen wir uns diese 60% PPV an, wie wird das aufgeteilt. Da gibt es einen Verteilerschlüssel und zwar in drei Bereiche. 1, 2, 3. Und wir beginnen mit dem ersten Bereich, mit dem roten Bereich. Das heißt, von diesen 60% gehen 30% PPV direkt. Direkt heißt, die Green Family spricht eine Empfehlung aus. Und wenn sie eine Empfehlung ausspricht und den Freunden oder Verwandten oder unsere Produkte zeigt, dann gibt es einen Geldrückfluss auf das Partnerkonto und das sind 30% PPV auf dem Umsatz. Dann, wenn der Kunde eine Empfehlung ausspricht, da gibt es einen Geldrückfluss auf das Kundenkonto. Jetzt sehe ich dann nichts mehr. Probier das da auf. Okay, genau. Einen Geldrückfluss auf das Kundenkonto. Und auch kein Geld, Entschuldigung. Also beim Partner, bei der Green Family gibt es einen Geldrückfluss aufs Partnerkonto, sprich der Kunde eine Empfehlung aus, gibt es eine Gutschrift auf das Kundenkonto.
Und diese Gutschrift kann der bei der nächsten Bestellung wieder entgegengerechnet werden. Und somit kauft der Kunde dann seine Produkte in Zukunft wieder billiger ein oder sogar auch kostenlos. Weil der Kunde kann ja nicht nur eine Empfehlung aussprechen, sondern auch eine zweite oder auch eine dritte, vierte, fünfte Empfehlung. Ja, ich sage immer, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Also wir haben das Produkt kennengelernt und wir haben innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen 15 Kunden gehabt. Wir haben damals ja gar nicht gewusst, dass wir einen Vertrieb aufbauen werden oder aufbauen wollen oder das geschweige denn übernehmen. Aber wir waren von diesen Produkten so begeistert, dass wir einfach davon weitererzählt haben. Und wir sind draufgekommen, dass Kunden, also solange der Kunde Kunde ist, spricht er ganz einfach Empfehlungen aus. Denn wenn ich von einer Pizza begeistert bin, dann erzähle ich das automatisch meinen Freunden und sage, ich war jetzt Pizza essen, das war so eine super Pizza, da musst du auch mal hingehen. Also jeder von uns spricht ja tagtäglich mehrere Empfehlungen aus. Bis jetzt hat der Kunde aber für die Empfehlung nichts bekommen. Bei uns bekommt er eine Gutschrift. Und wir haben gemerkt, es ist so leicht, Empfehlungen auszusprechen. Aber in dem Moment, wo wir oft im Hinterkopf haben, ja, irgendwie Vertrieb oder ja, Geldfluss, dann wären wir irgendwie komisch. Und Leute reagieren komisch, Leute reden komisch. Und darum glaube ich, müssen wir wieder in diese Einfachheit zurückgehen. Wir machen ja nichts anderes, als tolle Produkte weiter zu empfehlen. Wir machen nichts anderes, als selbst zu sagen, ich möchte eine Green Family werden. Und ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich möchte in dieses Handeln kommen. Und dann geben wir diesen Spirit an andere weiter. Ja, der zweite Bereich ist jetzt 19% PPV für Influence Marketing. Green Families werden zu Influencer und Green Families unterstützen andere Familien. Das ist der zweite Schritt. Zuerst werde ich selbst eine Green Family und alles, was ich selbst bin, ist es ganz einfach weiterzugeben. Weil dann habe ich auch das Bedürfnis, das Ganze weiterzugeben. Und was passiert? Ja, es findet eine Veränderung, und zwar eine sichtbare Veränderung in unserer Gesellschaft statt. Ja, wir können auch warten, bis die Politik oder andere Leute reagieren, aber ich denke, es ist besser, wenn wir sagen, wir machen das, was wir selber tun können. Und jeder von uns kann eigentlich relativ viel tun. Wir können nicht alles verändern, aber wenn jeder bei sich beginnt, dann können wir viel tun. Und das ist unser Ansatz. Und für dieses Influence-Marketing gibt es auch ein Zusatzeinkommen. Und dieses Zusatzeinkommen, das kennt ihr bereits, das sind diese 8 Stufen. Das ist ab 1 Unit bekommt ihr 1,50 Euro per Unit, also für, wenn falls jetzt neue Leute da sind, das wird dann bei uns in der Plus4-Akademie ganz genau erklärt. Also das ist eher der Part jetzt für Leute, die schon längere Zeit Partner sind. Ja, ab 250 Units gibt es 2 Euro, ab 1000 Units gibt es 3 Euro, ab 5000 Units 4 Euro, ab 15.000 Units 5 Euro, ab 35.000 Units 6 Euro, ab 70.000 Units 6,50 Euro und ab 140.000 Units gibt es 7 Euro per Unit. Also das ist ist gleich geblieben, so wie es eigentlich war. Was allerdings neu jetzt dazugekommen ist, und das ist was, was mich sehr fasziniert, von dem ich sehr begeistert bin, das ist jetzt die Stufe, der Bereich 3. Da gibt es jetzt 11% PPV-Beteiligung, und zwar Beteiligung am Weltumsatz. Und das dürft ihr nicht unterschätzen, weil die Green Family wird sich vernetzen um den Globus. Davon bin ich absolut überzeugt, findet jetzt bereits schon statt. Und vor allem unsere
jungen Influencer, unsere junge Generation. Wir sehen das bei unseren älteren Kindern. Die sind alle sowieso vernetzt rund um den Globus. Das ist für die was ganz Selbstverständliches. Die tauschen sich aus, die informieren sich. Das findet tagtäglich statt. Nur jetzt haben wir den Vorteil, wenn wir uns um den Globus vernetzen, die Green Family ins Leben rufen, uns gegenseitig unterstützen, dass wir auch an diesem Weltumsatz beteiligt sind. Die einzige Bedingung ist, dass wir in der Plasfor Akademie Premium drinnen sind, inklusive Eagle Akademie. Ja, wie schaut diese Beteiligung aus? So, in dem Moment, wo jemand die Dreierstufe erreicht hat, gibt es bereits den ersten Topf. Und da ist 1% vom Weltumsatz drinnen. Und alle, die in der Dreierstufe sind, plus in dieser Plasfor Akademie und Eagle Akademie, greifen in diesen Topf hinein und es wird untereinander aufgeteilt. Genau. Der zweite Topf ist dann ab der Stufe 6. Da ist wieder 1% vom Weltumsatz drinnen und alle, die in der Stufe 6 sind, greifen in diesen Topf zusätzlich hinein. Was mich daran so begeistert ist, also immer dieser grüne Topf, das habe ich zuerst vergessen, der grüne Topf ist immer für den Umsatz, also diese 8 Stufen, die grünen, den Umsatz, den ich selber beeinflusst habe, der von mir ausgegangen ist. Aber der Weltumsatz, da war ich ja unmittelbar gar nicht beteiligt. Weil wenn ein Chinese seinen Freund unterstützt, damit er Green Family wird, da war ich unmittelbar nicht beteiligt, aber die Umsätze kommen ja alle in einen Topf hinein. Und somit können wir alle zusammenarbeiten als Team und das weltweit. Ja, insgesamt haben wir ja 11% da drinnen. Jetzt haben wir bis jetzt 2% aufgeteilt, 2 mal 1%. Wenn jetzt wir als Partner in die 8. Stufe kommen, dann bekommen ja wir 7 € per Unit. Wenn jetzt der Nächste, den ich persönlich jetzt unterstützt habe, ebenfalls in diese 8. Stufe kommt, jetzt blockiert er mich. Jetzt ist er da. In die 8. Stufe kommt, dann bekommen wir 7 € und mein Partner ebenfalls 7 € und da bleibt ja keine Differenz. Und deshalb gibt es da den nächsten Topf, nämlich 1% vom Weltumsatz. Da gibt es allerdings eine Bedingung, und zwar er braucht ein Restvolumen von 40.000 Units mit all den anderen Partnern oder Families. Das ist auch schon die einzige Klausel, also wir haben keine Klauseln mehr oder irgendwas in dieser Richtung, gibt es gar nichts mehr. Das ist das Einzige in dieser Richtung. Ja, und wenn er jetzt, weil wir wollten einfach, dass Leute andere Leute unterstützen. Also nicht nur ihnen davon erzählen, sondern wirklich aktiv unterstützen. Wir wollen diese Familien stärken und die brauchen eine Hilfe. Und wenn wir Familien stärken und dann wieder einen Achter hervorbringen, dann gibt es die nächsten 1% in den Topf, wo der Weltumsatz drinnen ist, wo jetzt derjenige hineingreift. Habe ich jetzt 3 Achter, dann greife ich in 3 Töpfe. Habe ich 4 Achter, dann greife ich in 4 Töpfe und das geht dann so weiter hinauf. Also insgesamt werden dann noch einmal 9 Töpfe ausgeschüttet. Also ihr seht, es ist wirklich sehr großzügig und ich kann mir da wirklich ein tolles Zusatzeinkommen oder sogar Haupteinkommen schaffen. Aber für mich ist immer wichtig, dass man zurückgeht zu der Basis und ja, sie nicht ein bisschen, also wie soll ich sagen, nicht das Geld jetzt im Vordergrund habe. Geld ist schon wichtig, aber viel wichtiger ist, dass es diese Herzenseinstellung, der Spirit der grünen Familie, der Green Family und dass wir uns gegenseitig unterstützen und da wirklich was verändern, diese Familien stärken. Ja, da seht ihr noch einmal den ganzen Überblick. 60% BBV,
stehen zur Verfügung zur Aufteilung. Der Verteilerschlüssel, das sind nur drei Bereiche. Also wir haben das bewusst ganz einfach gehalten. 30% plus 19% plus 11% sind insgesamt 60%. Und warum machen wir das Ganze? Naja, für unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder und für die Zukunft, ich glaube, auch der Erde. Das ist ganz wichtig, auf diese Ressourcen auch Acht zu geben. Ja, beginnen tut immer alles bei mir. Das ist der Ansatz und darum sage ich, der erste Schritt, was ich euch jetzt bitten möchte, damit wir wirklich in den Start hineinkommen, dass das erste Schritt ist dieses Telegram Plus for Gender. Wir müssen irgendwo auch miteinander kommunizieren können. Und ich merke oft, dass wir viele Anrufe kriegen oder der Harald bekommt viele Anrufe und wir müssen das jetzt irgendwo ja, so hin, einen Fluss hineinbringen. Man sagt, jeder von euch schaut bitte, dass ihr jetzt in Zukunft in dieses Telegram Plus for Gender hineinkommt und nicht nur, dass ihr drinnen seid, sondern eure gesamte Gruppe, alle eure Partner und alle eure Kunden. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch da wirklich in Bewegung setzt, die Leute anruft, die Leute informiert oder denen was schreibt, damit der Kommunikation stattfinden kann. Der nächste Schritt wird dann die Plus4-Akademie sein, die wir demnächst starten. Ich werde euch heute ein bisschen vorstellen noch, wie wir das Ganze sehen. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir jetzt wirklich die nächsten Tage schon tun können, ist wirklich, wo man sagt, wir selber müssen ja auch die Produkte testen. Wir können ja nicht von was reden, was wir selber nicht getestet haben. Und ich kann mich noch so erinnern, wie ich erst vor 3 Wochen das erste Mal ein Plus4-Tuch in der Hand gehabt habe. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, ein Putztuch, naja, jetzt bin ich schon so lange Mama und Hausfrau und Putzen ist wirklich nicht so meine Leidenschaft und jetzt war ich von einem Putztuch zwar nicht begeistert am Anfang, aber dann habe ich begonnen damit zu putzen und meine Begeisterung ist wirklich gestiegen. Also ich habe mein ganzes Leben lang noch nie so einfach geputzt. Ich habe sicherlich 50% weniger Zeitaufwand gehabt. Und natürlich muss ich sagen, zu reinigen nur mit Wasser und das Ganze funktioniert auch noch und zwar hervorragend. Das hat mich dann als Mama sehr fasziniert, wo ich gesehen habe, da kann ich wirklich im Umweltbereich etwas tun und da einen Schritt setzen. Ich möchte jetzt kurz eingreifen, weil das war so ein tolles Erlebnis. Ich stehe mitten im Unterricht, mein Geografieunterricht, auf einmal läutet das Telefon und meine Frau, die Trixi, ist am Apparat und ich rufe dann, ich heb dann ab und sage, Trixi, es geht nicht, ich muss erst später. Dann sagt sie, nein, es ist wichtig, du musst jetzt genau zuhören. Dann sage ich, okay, ganz kurz. Dann sagt sie, weißt du was, ich habe jetzt geputzt daheim mit einem neuen Tuch und das ist so leicht gegangen. Das mitten im Unterricht, jetzt sollt ihr das vorstellen. Sonst ruft mich meine Frau nicht an wegen Putzen, aber diesmal hat sie wegen Putzen angerufen. Und das ist faszinierend. So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ist eine Sensation. Ja, ist eine Sensation, genau. Was ich natürlich als Hausfrau von 4 Kindern ja, sofort gesehen habe, dass das Preis vom Plasmatuch für mich persönlich etwas zu hoch war. Und nach langen Gesprächen ja, mit dem Harald haben wir uns dann geeinigt, den Preis zu senken. Und zwar wird es in Zukunft so sein, dass wir haben, der Einzelpreis bleibt gleich für ein Stück 19,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Für 3 Stück gehen wir dann runter auf 36 Euro inklusive Mehrwertsteuer und für 9 Stück auf 90 Euro. Für mich war das wahnsinnig wichtig, das zu reduzieren, weil ich dieses Plasmatuch so als Einstieg sehe, wo wir wenn wir mit Leuten über die Green Family sprechen, dann ist dieses Tuch ein Tuch, das ist so einfach zum Herzeigen, so einfach zu erklären. Und so wie ich jetzt, ich bin so begeistert von dem Tuch, dass ich dann sofort mir immer nicht 9 Stück kaufe, ich mir glaube ich gleich 12 oder wir sagen mal 14 Stück gleich gekauft, weil ich gesagt habe, im Badezimmer muss eins liegen, in der Küche muss eins liegen, ich brauche so für die Räume etwas, ins Auto gehört eins rein.
Und ich brauche noch Reserve, weil wenn ich dann eine Partie wasche, dann habe ich gleich die nächste Partie einfach zum Hernehmen. Ja, das, glaube ich, war eine große Veränderung. Und wir haben auch gemerkt, mit den Leuten, die wir am Samstag gesprochen haben, die waren sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Ich sehe das natürlich auch als super Produkt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und eingeladen werde auf einen Kaffee, auf eine Kaffeejause. Dann nehme ich in Zukunft natürlich keine Blumen mehr mit, sondern ein Plasmatuch, weil da hat, ist das, glaube ich, ein tolles Geschenk. Ja, über diese Produkte könnte man noch sehr viel reden und da gibt es eigene Produktschulungen, weil das sind ja ganz spezielle Produkte. Wir haben natürlich auch wahnsinnig tolle Produkte vom Herrn Ingenieur Renner im Bereich Wasser. Dann diese Strahlen, die uns ständig umgeben, unsere Kinder, die ja sehr schädlich sind, wo man sich als Mutter natürlich oder als Papa immer Gedanken macht, wie können wir unsere Kinder schützen, wie kriegen wir ein besseres Wasser. Das sind ja alles Themen, die eine Familie immer interessiert und das wird ja etwas, was ja nicht weniger wird, sondern immer mehr wird, die Strahlen. Also wir müssen mal in der Richtung, machen sich viele Familien Gedanken und suchen nach Lösungen und wir haben Lösungen und wirklich einzigartige Lösungen, neuartige Technologien. Und da unterscheiden wir uns wirklich von vielen Firmen, denn das, was wir auf den Markt gebracht haben, das gibt es ja teilweise noch gar nicht. Also wirklich was ganz, ganz Neues. Im Bereich Gesundheit, also ich muss ja sagen, ich bin ja eher ein bisschen so Ungläubige in manchen Gebieten. Also da, mich überzeugt man nicht so schnell. Und nachdem ich das Plasmatuch getestet habe, habe ich jetzt ein Pflaster getestet, weil ich seit Jahren wahnsinnige Rückenprobleme habe und da ganz so starke Skoliose, also ich habe das auch röntgen lassen. Und man hat mir gesagt, das Ganze wird besser. Ja, ich konnte es nicht glauben, weil ich seit Jahren ja solche Schmerzen habe und man ständig Übungen macht, Dehnungsübungen und so weiter. Aber ich trage das Pflaster jetzt drei Wochen. Und ich habe noch nie in meinem Leben so wenige Schmerzen gehabt. Also, sie sind ja nicht ganz weg, aber es ist für mich faszinierend. Also ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht am eigenen Leib getestet hätte. Also ich muss sagen, die Produkte, jetzt den Fuel Saver, wie sagt man, Diesel sparen nicht, sondern mit dem bestehenden Treibstoff länger zu fahren und das Ganze noch umweltschonender, das sind ja alles Produkte, wo ich sage, wenn ich mir als Familie etwas Geld erspare und noch den ökologischen Fußabdruck senke, also was wollen wir noch mehr? Wir haben so viele Bereiche, dass das ja gar nicht ausreicht, jetzt das alles einmal zu besprechen. Aber dafür gibt es ja eigene Schulungen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir auch beim Herrn Ingenieur Renner ein offenes Herz gefunden haben, wo wir gesagt haben, auch dieser Fuel Saver, ein Produkt, was wirklich jedes Haushalt braucht, weil jeder hat ein Auto, dass wir den jetzt für 3 Monate senken konnten, preislich von 299 auf 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, den auch langfristig mit diesem Preis zu behalten. Aber jetzt stellt euch einmal vor, ein Kunde kauft diesen Fuel Saver, so wie das bei uns jetzt gerade im Freundeskreis passiert. Und das hat sich herumgesprochen. Das heißt, unsere Freunde sprechen bereits Empfehlungen aus. Die wissen noch gar nichts von einer Green Family. Das ist der nächste Schritt erst, dass wir mit ihnen zusammensitzen. Aber wenn der jetzt 9 Empfehlungen ausspricht, dann ist den Fuel Saver schon kostenlos. Und das ist, was mich berührt. Und das ist, wo man denkt, wow, da können wir Familien stärken, da können wir echt was Gutes tun. Das heißt, das Kundenprogramm, der Kunde spricht Empfehlungen aus. Und wenn der 9 Empfehlungen ausspricht, ist sein Fuel Saver schon wieder kostenlos eigentlich. Hat er das schon wieder erinnern? Und er kriegt eine Gutschrift auf sein Konto. Und wenn der eine Kunde Empfehlungen aussprechen kann, dann kann es der nächste auch. Und was passiert? Ja, es entsteht automatisch ein Network, Influence Marketing. Ohne dass wir ja Großartiges tun, nur Empfehlungen aussprechen. Und so setzen wir gemeinsam Zeichen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch kurz die Plasfor Akademie im Überblick einmal vorstellen. Das ist etwas, was noch ganz neu ist für alle.
Auch der Herr Reichel hat das noch nicht gesehen. Wir werden eine Plattform-Basisakademie haben, um persönliche Beziehungen untereinander aufzubauen, weil die persönliche Beziehung, das ist so wichtig. Um a Green Family zu werden, denn alles beginnt ja bei mir. Was ist a Green Family? Wie werde ich das? Wie komme ich dorthin? Und dass wir diesen Blasphor-Spirit wirklich vermitteln und verinnerlichen. Und die Produktinformationen. Wir müssen natürlich auch Bescheid wissen, was sind das für Produkte und diesen ganzen Hintergrund dazu. Dann haben wir die Blasphor-Akademie Premium. Auch da bauen wir persönliche Beziehungen. Dort geht es darum, wie werde ich ein Influencer? Und da gibt es ein bisschen so ein Leiterschaftstraining, damit ich auch eine Gruppe leiten und führen kann und ein Team leiten und führen kann. Und der dritte Bereich ist Plus4 Academy Gold. Da werden wieder persönliche Beziehungen gebaut. Also ihr seht die Beziehung, das ist immer im Vordergrund. Da geht es darum, wie werde ich ein Global Player und für die Visionen und für die gemeinsame Zukunft. Und im Überblick schaut das Ganze so aus. Beginnen tun wir immer mit der Basis. Da werden dann die Kunden und die Partner alle teilnehmen können. Und in Zukunft werden die Dreier, Vierer und Fünfer diese Treffen in Kleingruppen leiten. Jetzt werden es wir mal machen, bis die Dreier und Vierer das Ganze übernehmen können. Dann gibt es die Premium. Da werden wir Influencer, wer nimmt da teil? Die Dreier, Vierer, Fünfer, weil die wollen ja leiten können. Und als Leiter beeinflusse ich, kann ein Team führen. Und in Zukunft werden dann die Sechser, Siebener, Achter die ausbilden. Und dann gibt es die Gold, da werden die Sechser, Siebener teilnehmen und das Dreamteam wird da aktiv werden. Also ihr seht, Verantwortung annehmen. Verantwortung übernehmen, das ist Influence-Marketing. Und andere Menschen helfen und andere Menschen unterstützen. Aber ins Detail gehen wir dann irgendwo mal anders mal. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen einen Überblick geben können über unsere Evolution, über unseren Spirit, über unsere Gemeinschaft, über die Green Family und Akademie. Und ja, jetzt stehen wir gern für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und das ist wieder ein weiterer Schritt auf den Weg zur Green Family und zum Global Player. Ja, danke, liebe Trixi. Sehr, sehr schön alles formuliert. Und ja, also ich freue mich riesig, weil das, was da in den letzten Tagen und Wochen entstanden ist, ganz was Großartiges. Wir kriegen ja laufend jetzt Anrufe und Fragen und wie geht das jetzt und was machen wir jetzt. Also ihr könnt sicher sein, es ist alles viel einfacher ab jetzt. Viel, viel einfacher. Ich habe es ja eh gehört. Es gibt keine Klauseln mehr. Ja? Also es gibt kein Halbjahr mehr. Man braucht nicht überlegen, steigere nicht, so wie bei anders und das und das. Es wird kumuliert einfach. Also unsere Karriere ist wirklich, sagen wir mal so, familiär, wirklich fair aufgebaut, sodass wirklich jeder, der ein bisschen was macht, der kann den Weg nach oben gehen. Und in diese, insgesamt sind es ja jetzt 9+2 Töpfe, also insgesamt sind es 11 Töpfe da hineingehen. Und ihr könnt sicher sein, die Familie Holzer wird dafür sorgen, dass diese Töpfe in Zukunft richtig prall gefüllt sein werden. Genau, absolut. Und, absolut, Ari. Vor 20 Jahren schon zusammengearbeitet und wie gesagt, das, was da abgegangen ist damals, das war der absolute Knaller. Ja? Und das war aber ein eingeschränktes Potenzial damals im Finanzbereich möglich. Da haben wir uns ja über Österreich kaum ausbreiten können. Mit dem Geschäft steht uns Tür und Tor offen, die ganze Welt. Und allein mit dem Plasmatuch, die Trixi ist so begeistert vom Plasmatuch, weil wir haben ja am Anfang einen Hype ausgelöst in 50 Länder, in 15 Länder, muss man sagen, und haben überall das verbreitet. Es gibt tausende Fotos und Videos von der ganzen Welt. Wenn wir das nicht ausnutzen, wenn wir das vergessen, was da noch vor kurzer Zeit abgegangen ist, dann sind wir selber schuld. Dann werden andere es machen und die anderen schauen halt zu dabei. So wie halt beim Fußballspiel. Es gibt die Spieler und es gibt die Zuschauer. Die Zuschauer brauchen wir auch, die kaufen hin und wieder mal was ein und so und das passt auch. Und wenn wir davon 100.000 haben, ist auch kein Problem. Und ihr könnt euch noch gar nicht vorstellen, was sich jetzt alles angebahnt hat. Es gibt Vernetzungen,
Potenziale, die jetzt zusammenkommen. Wir werden das noch beobachten jetzt nicht. Und, aber es tut sich einiges. Ich habe extrem viel zum Tun jetzt die letzte Zeit. Und, aber es wird wachsen. Ja? Also 2020 wird es richtig wachsen. Ja? So, ich habe jetzt die Möglichkeit, also ihr könnt jetzt das Mikro dann einschalten, wenn ihr wollt, und an die Familie Holzer Fragen richten, ja, zu diesem Thema jetzt, weil sie werden ja jetzt dann federführend das übernehmen, alles, und mit den Leuten einmal sich persönlich treffen, so mit den Leader. Wir haben das schon durchgeschaut jetzt, gell, ein bisschen und so, und die Trixi hat sofort mit Adlers Blick gesehen, wo die Player sind, ja, wo tut sie was, wo ist nur ein Bein und so weiter, ja, das hat sie sofort gesehen. Und ihr könnt damit rechnen, dass ihr da mal einen Anruf kriegt dann. Nicht? Also, und dass man vielleicht, die, was weiter weg sind, einmal per Zoom dann persönlich, aber dann ein echtes Treffen einmal im echten Leben wird sich ja nicht ersetzen lassen. Ja? Genau. Ja. Die persönliche Beziehung und das Herz zu Herz, das ist uns wirklich wichtig. Und deswegen werden wir wirklich schauen, dass wir persönlich mit alle sprechen werden, schauen, dass wir uns zusammenkommen, damit wir uns gegenseitig einmal kennenlernen, damit wir wissen, woran wir sind und was wir gemeinsam alles erreichen können. Wir werden wirklich schauen, dass wir mit allen irgendwie in Kontakt kommen und dass ihr merkt, dass es uns wirklich am Herzen liegt, die Clanfamilien zu stärken, dass jeder Einzelne, der eine Gruppe übernehmen wird, dass der ausgebildet wird und dass er wirklich die Möglichkeit hat, sein Leben in den Griff zu kriegen und wirklich was zu verändern. Ja, genau. Manfred, du hast eine Frage. Ich habe dein Mikro aktiviert. Du kannst das jetzt live auch fragen und hier mit uns sprechen. Ja, Lari, ich möchte gar nicht für das Mikro reden, weil ich versuche gerade, meinen Sohn irgendwie zum Schlafen zu bewegen. Okay. Da ist das Licht schon gefährlich vom iPad. Also, danke erstmal für die tolle Präsentation. Und es war die Premium Akademie genannt in der Stufe 3, um dann auch in den Pool zu kommen. Was bedeutet das? Wie kommen wir in die Premium Akademie? Ja, wir beginnen jetzt natürlich mit der Basisakademie einmal mit allen, weil wir ja die Basis einmal für alle legen müssen. Und sobald die Basis gelegt ist, laden wir alle 3, 4, 5 ja, automatisch dann in die Premium Akademie ein. Also bekommt sie dann eine Einladung dazu. Ja, die Basis heißt, das sind jetzt 2, 3, 4 Webinare oder was bedeutet das? Na, die Basis, also wie gesagt, ihr müsst uns jetzt ein bisschen auch Zeit geben, weil vor 3 Wochen war das eigentlich erst, wo der Harald uns gefragt hat, ob wir den Vertrieb übernehmen wollen. Das war ja, wir haben also über 20 Jahre nicht gesehen und es war wieder ein zufälliges, unter Anführungszeichen, Zusammenkommen. Und ja, am Anfang wir haben gar keinen Gedanken gehabt, einen Vertrieb jetzt derzeit aufzubauen. Aber wie gesagt, die Produkte haben uns angesprochen und in diese 3 Wochen ist jetzt wahnsinnig passiert und das ganze Konzept ausgearbeitet. Weil wir haben gesagt, wenn wir was übernehmen, dann nur, wenn wir so 100% dahinter stehen können und so wirklich einen Sinn sehen, also in allen Bereichen, nicht nur Produkten, auch vertriebmäßig, dass wir da was bewegen können. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, diese Akademie auszuarbeiten, aber wir sind eigentlich eh relativ schnell, wie ihr seht. Und dann, aber das wird so eine Art Rad sein, ein Rhythmus, weil es geht ja nicht darum, nur euch auszubilden, sondern euch auch das Werkzeug dann den 3er, 4er und 5er zu geben, um diese kleine Gruppe zu leiten und zu führen. Und da gibt es dann Unterstützungsmaterial. Genau. Also alles, was wir mit euch machen, könnt dann ihr mit den anderen weiterführen, plus natürlich eure Persönlichkeit und Individualität mit hineinlegen. Das ist nicht so eine fixe, vorgegebene Sache, aber ein roter Leitfaden und dann gibt jeder noch seins dazu. Okay, danke. Und die zweite Frage war die Präsentation. Bis wann wird es die geben, also als Folien quasi für uns? Die wird es morgen, spätestens übermorgen wird die im Telegram, im Webinar, also beim... Ah, wir werden es im Download-Bereich für unsere Bank. Genau, ja. Sehr gut. Ja. Ah, okay, danke.
Und mir ist nur wichtig, Entschuldigung, bei den Folien, aber das lernen wir dann halt eher auch bei dieser Akademie. Ich sage immer, weniger ist mehr. Also manche, die sagen immer gleich am Anfang schon, das kannst du das Geld verdienen und das der Hintergrund, wie ist das alles aufgeteilt. Also ich glaube, da müssen wir wieder weise sein und einen Schritt zurückgehen und sagen, der Kunde steht im Vordergrund, die Green Family, die Evolution, genau. Der Spirit. Und Schritt für Schritt die Leute hineinführen. Natürlich, wenn es Vertriebspartner da sind, die schon Vertrieb einmal aufgebaut haben oder die interessiert das Hintergrundwissen, dann ist klar, dann sprechen wir mit dem schon darüber auch. Ja. Okay. Damit alles beantwortet, Manfred? Ja, das andere war noch zum Preis vom Tuch und so weiter. Das heißt, wenn ich das richtig gerechnet habe, ist quasi ob den dritten oder ob neun Tüchern bleibt dann quasi, ändert sich am Einkaufspreis eigentlich nicht mehr viel, oder? Ja, genau, der Manfred, ihr müsst ja wissen, der Manfred hat ein wunderschönes Musikgeschäft in Graz. Gell? Und ich nicht, meine Frau. Für mich ist ja das, ich gehört sie irgendwie zusammen, nehme ich an. Hat ja auch mit den Instrumenten da große Freude, glaube ich, mit dem Plasmaflug auch. Ja. Und wir haben ja bis jetzt den Preis wirklich vehement verteidigt. Das warst du, Manfred. Ja. Also wir haben ja, bei einem Tuch habe ich es eh noch da halten, weil also da ist immer noch gleich. Ja. Aber die Familie Holzer hat da wirklich auf mich da wirklich sehr lang eingewirkt, sagen wir mal so. Im positiven Sinn, dass ich gesagt habe, pass auf, schau, wir wollen das Tuch wirklich um die ganze Welt bringen. Ja, es soll wirklich in jeden Haushalt leistbar hineinkommen oder in jede Firma, in jedem Auto. Und jetzt reden wir da vom Coronavirus und hin und her. Wir haben Dokumente, dass danach alles bakterienfrei ist und so weiter. Gell? Also das ist ja Wahnsinn. Also jetzt müsst ihr das Plasmatuch verkaufen wie die warmen Semmel quasi. Und da haben sie mich wirklich davon überzeugt, dass man das von einem bisher an absoluten Luxusartikel im Tuchbereich, sagen wir so, ja, ist das wahrscheinlich das teuerste Tuch der Welt, ja, aber und da haben sie mich überzeugt, dass wir da was machen müssen, damit eben ein Haushalt ausgestattet werden kann. Ja. Und ich sage mal, ich vertraue da voll auf die Masse und weiß, was in der Familie Holzer steckt, und deshalb bin ich das auch gerne eingegangen und habe gesagt, okay, machen wir das und bringen wir das in die Masse, weil ich habe ja von Anfang an immer gesagt, in Österreich haben wir 4,3 Millionen Haushalte, wenn in jedem Haushalt 10 Tücher drinnen sind, dann haben wir 43 Millionen Tücher verkauft. Gell? Und wenn wir da ein bisschen eine Marge noch haben, die wir ja haben, dann passt es für alle. Ja. Dann hat die Frage für mich ist, eigentlich brauche ich die Staffel nach oben dann fast nicht mehr. Nicht? Ja, du brauchst sie aus softwaretechnischen Gründen, weil wenn du nämlich den normalen Zähler einstellst, du hast jetzt ein Tuch drin mit 1990, gell, und du zählst dann nach oben, dann zahlst du den vollen Preis. Gell, und das wirst du wahrscheinlich dann... Na, schon. Die ersten drei schon, aber die restlichen brauche ich eigentlich fast nicht mehr. Naja, die brauchst du schon, weil wenn du jetzt beim Zähler 100 Stück eingibst, dann hast du 19,90. Das ja. ist der vollen Preis. Deshalb musst du das Paket dann nehmen. Ja? Weil im Paket ist hinterlegt, da ist genau diese Aufteilung jetzt hinterlegt, diese drei Phasen, was wir da jetzt präsentiert haben. Und das ist dort einprogrammiert. Das ist bei einem Tuch. Ja. Bei einem Tuch ist es auch so. Aber wenn du jetzt den Zähler dort hochschraubst und sagst, ich nehme jetzt 57 Tücher, dann multipliziert die Software das alles mal 19,90. Ja? Und dann hat es das schon. Würde es wahrscheinlich nicht brauchen. Ja. Aber wenn ich so 100 Tücher nehme und ich gebe 4x das 25er Paket ein, dann ist da eigentlich nicht viel Unterschied zwischen den 4x 25 und 100. Ja, das, aber dann müssen wir 4x ein Paket bestellen und viele kommen dann nicht auf ist klar, ja. 4x drauf. Aber da muss ich mich jetzt gleich einschalten, weil der Sinn sollte ja nicht sein, dass ich jetzt wirklich jetzt verkaufe, sondern wir wollen ja die Green Family stützen, das heißt, damit jeder Selbstkunde ist und seinen Haushalt umstellt. Wenn man Selbstkunde ist, kann er wieder weiterempfehlen und dadurch kriegt er wieder die Gutschrift, was wieder sein Familienbudget stärkt. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen umdenken. Natürlich wird es Firmen geben, die sagen, ich brauche mehrere Stück für mich als Firma.
Das ist schon klar, aber in Zukunft sollte eigentlich überhaupt kein Verkauf mehr stattfinden, sondern wir wollen Green Families gründen und der Kunde soll als Kunde eingeschrieben werden. Weil der Kunde soll die Möglichkeit haben, wieder selbst zu empfehlen und selbst einen Vorteil wieder zu haben. Und wenn der Kunde einen Vorteil hat mit einer Kundengutschrift, dann wird er auch wieder andere Produkte ausprobieren, weil er sagt, das habe ich eine super Gutschrift, dann probiere ich das nächste Produkt aus und so, dass man die Familien da Schritt für Schritt einfach eine Verbesserung bringt. Ja, also das kann man sich ich hab's oft. Vielleicht noch nicht so vorstellen, Manfred, weil es wird sich da jetzt von Mindset ein bisschen verändern. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, jeder Haushalt hat ja ein Potenzial. Ja? Da leben ja mehrere Menschen meistens und da brauchen sie ja auch mehrere Produkte, bis man gesagt hat. Also das fängt ja beim Wasser an, bis zur Gesundheit, bis eben zum Plasmadruck und viele andere tolle Produkte. Beim FuelSaver haben wir ja jetzt den Preis massiv auch gesenkt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Für den Mehrwert nennen wir mal ein großes Dankeschön aussprechen. Das heißt, die Trixi und der Wolfgang haben mich überzeugt, dass ein Haushalt ja eigentlich Zugang haben muss zu all diesen tollen Produkten und sich das ja eigentlich auch leisten sollen können muss. Ja. Und das geht vielleicht alles nicht von heute auf morgen, dass er sich da eindecken kann, aber im Laufe der Zeit kann er sich das erarbeiten oder verdienen. Gell. Und jetzt muss man sich vorstellen, da hatte die Petra Kaltner jetzt etwas erlebt, jetzt, vielleicht schaltet sie sich kurz ihr Mikro ein. Wir hatten ja mit der Familie Holzer nur zwei Gespräche mit der Kaltner Petra. Gell. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du dabei erlebt hast und was da passiert ist, was da für Umsatz passiert ist. Petra? Ja. Hallo. Hallo Petra, servus. Hallo Petra. Hallo Petra. Ja, ich weiß nicht, ob sie mich sagt. Ja, ich finde das ganz lustig, weil ich habe letztens auf an dem 29. Februar gesagt bei mir, ich kann irgendwie Dinge nie tun, nur weil ich damit Geld verdiene. Immer wenn ich das versucht habe, in meinem Leben ist das schief gegangen. Und immer wenn ich Dinge mit Begeisterung tue, dann sind schon viele Samen aufgegangen. Und ich war jetzt, zweimal habe ich Freunde von mir ins Büro gebracht, einer davon, weil er einfach selber auch schon geforscht hat an der Plasmatechnologie. Und da habe ich gesagt, du, da müssen wir aber zum Harald schauen. Und dann mit einer Frau, die ein paar Tage bei mir gewohnt hat, die einen autistischen Sohn hat, ja, da war. Ja, und das Ganze war so, dass wir jeweils, also beim ersten Mal waren wir gleich 5 Stunden im Büro und beim zweiten Mal, jetzt mit der Isabel, da habe ich eigentlich dann heimfahren müssen, habe ich jetzt 2 Stunden im Büro gesessen und mit Menschen, die ich überhaupt nicht davon überzeugen wollte, irgendetwas zu verkaufen, sind dann Verkäufe in der Höhe von 5.000 Euro entstanden. Und vor allem, was so schön war, ist, dass beide einfach so total begeistert waren, etwas mitzunehmen, was sie ausprobieren wollen. Also der Markus ist ja Arzt und der macht da immer wieder Bereitschaftsdienst. Und hat da eben auch manchmal Menschen, die Schmerzen haben oder Sachen, dass er da einfach auch was hat, was er ihnen da lassen kann. Und er versucht einfach alles immer zuerst selbst. Und die Isabel wurde zum Beispiel eben die Entgiftungsmatte für ihren Sohn mitnehmen, hat gesagt, nein, die möchte ich gleich kaufen, weil ja, und jetzt sind wir alle schon sehr gespannt, was daraus entstehen kann, weil es geht ja eben um viel mehr als nur mal ein Produkt, sondern einfach, was das in unserem Leben bewirken kann. Und ja, so entstehen eben schöne Geschichten und das ist ja das, was eigentlich das Network Marketing ausmacht, ist, dass Menschen sich begegnen, die wieder anderen begegnen und wir dadurch heranwachsen zu einer Familie, die auch in der Welt etwas bewegen kann und das beginnt eben immer zuerst bei uns. Also man merkt, die Petra ist sichtlich begeistert, hat einen schönen Umsatz jetzt gemacht, obwohl wir eigentlich nichts über Verkauf oder über irgendwas geredet haben, sondern einfach nur über die Wünsche, Bedürfnisse und oft Beschwerden halt von den Leuten. Und da haben wir halt gezeigt, dass es da halt was gibt und so weiter. Und dann sind die Leute auch bereit. Und der Dr. Goldmann war gerade wieder vor 2 Stunden bei mir da, gell, Petra? Also nur, dass du weißt. Ja. Ja,
Ja, ich glaube, es geht immer darum, die Menschen haben ja draußen Probleme. Nicht? Und wenn man halt eine Familie anschaut, da gibt es wirklich enorme Probleme. Erstens mal, der Wert der Familie ist im Keller unten. Jede zweite Familie ist fast schon geschieden. Die Elternschaft wird nicht mehr so wahrgenommen, wie sie wahrgenommen werden sollte. Das sind alles Themen, auch in unserem Bereich Bildung. Es gibt dann in Zukunft auch eine Elternakademie für Eltern, die da bei ihren Kindern schon einiges bewirken möchten. Und es gibt Probleme, dass sie sagen, ich komme mit meinem Geld nicht über die Runden. Und wenn ich jetzt wirklich nur ein paar Euro sparen kann mit dem Fuel Saver oder mit der Heizung, dann gibt es gesundheitliche Probleme, so wie ich jetzt gehabt habe mit dem Rücken. Also da liegt ja so viel drin. Und ich glaube, was ich jetzt gemerkt habe in den Gesprächen mit den Partnern, gell, wir zwei haben uns ja, unterhalten uns ja viel im Moment, ist, dass ich glaube, ihr habt das große Potenzial, viele von euch überhaupt noch nicht erkannt. Also noch nicht erkannt, was in eurer, was für tolle Partner ihr habt. Also ich habe mir jetzt die Arbeit angetan, der Harald Wastes, und mir wirklich die ganzen Strukturen herausgeschrieben. Also ich hoffe, dass wir das in Zukunft beim Backoffice auch noch ändern können, weil ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, was ihr für Struktur habt und was für tolle Leute da drin sind. Also ich war überrascht, wie das alles zusammenhängt. Und das nächste, das Potenzial in den Produkten. Nicht? Weil wenn ich jetzt nur, ich gehe ja nur von dem aus, was ich jetzt selber bereits gemacht habe, und ich bin heute halt im Moment das Plasmatuch und dieses Rückentape. Also allein ich das Rückentape, wenn ich jetzt merke, wie mir das gut tut, ja, dann weiß ich, dass ich das mindestens einmal im Jahr für mich so eine Kur mache. Oder so eine, und sage, da bleibe ich dran. Und wenn es mir gut tut, ist es mir ein Bedürfnis als Mama, zu schauen, dass meine Kinder auch in dieser Richtung keine Fehlstellungen und so weiter haben. Nicht? Und wenn wir uns da Statistiken anschauen, ist ja fast jedes zweite oder dritte Kind, glaube ich, schon betroffen. Und man braucht immer die Kinder selber anschauen, wie die Fehlstellung oder der Rücken ausschaut. Also da liegt ja in jedem einzelnen Produkt noch so viel mehr drinnen. Und ich weiß, dass wir noch viele Produkte dazu bekommen werden, um diese wirklich Green Family in allen Lebensbereichen zu stärken. Genau. Und dort muss man jetzt wirklich diese Größe und die Zukunft sehen, nicht den Augenblick. Genau. Und man muss jedem Zeit geben, weil wir müssen mal reinwachsen, die Green Family muss in diese neue Denkweise, in diese neuen Produkte, in die neuen Möglichkeiten hineinwachsen. Aber unser Ziel ist es wirklich da im privaten, im gesundheitlichen, finanziellen Bereich die Familie zu stärken. Also überlegt euch einmal nur, wenn wir es schaffen, 10.000 Familien oder 100.000 Familien im Laufe der Zeit, die um 1.000 Euro mehr haben wie jetzt, nur weil sie Produkte anderswo einkaufen, nicht nur gestärkt finanziell, sondern gestärkt gesundheitlich privat, dass die Familien wieder ein bisschen besser funktionieren, damit wir uns alle wieder wohler fühlen. Es hängt ja alles zusammen. Es ist ja alles ein Kreislauf, nicht? Man muss ja das immer ganzheitlich sehen. Jetzt stellt euch mal vor, was wir da bewirken und was da weitergeht in die Gesellschaft. Genau. Und da darf ich vielleicht jetzt den Werner Schweiger kurz fragen, weil der hat sich ja vorher schon kurz gemeldet. Er hat ja mit seinem Vater ein wunderbares Erlebnis gehabt, auch mit dem Pflaster. Ich wollte jetzt mal nachfragen, wie es ihm da so geht. Und vor allem, der Werner hat ja bei uns die ganze Roadshow, die wir da hatten vor einem Jahr, hat er von sich aus sich angeboten und hat es professionellst als Moderator begleitet. Also das war ja wie im Film, ja, damals, was er da mit uns mitgemacht hat. Wir sind durch ganz Österreich getourt, bis dann im Finale, das war ja dann, also das Lugner-Kino mit, also die Hütte war voll. Der Lugner ist vor dem Ring gesessen, er war dabei. Wie immer ist er halt auch bei uns ein bisschen geschlafen, nicht vor dem, aber er war zumindest ja. Ja, Werner, darf ich dich kurz fragen? Dein Mikro musst du noch einschalten. Wie geht's dir dabei? Und vor allem, wie gefällt dir das, was du heute gehört hast? Warte, ich kann dir das Mikro sonst. Ah, hast du geschafft, ja. Werner. Ja. Jetzt ja. Mit Bild und Ton hoffe ich. Jawohl. Ja, richtig. Wir hören die gut und sehen die gut. Ja, hallo, grüße euch alle. Ja, mir gefällt der Spirit, die Familie in den Vordergrund zu stellen, wahnsinnig gut. Ja. Super. Ich freue mich, wenn ich die Familie Holzer kennenlernen darf. Gerne. Ja, hoffe, dass sie
vielleicht gelegentlich auch den Weg nach Wien finden, dass mir ein bisschen helfen, da in diesem Bereich, in den großstädtischen Bereich, auch die Wichtigkeit der Familie da in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, das ist ein ganz ein guter Ansatz, gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Auf die Frage vom Harald bezüglich meinem Vater, also er fährt noch immer Skirennen, ja. Es geht ihm sehr, sehr gut, ja. Und sein Arzt, ja, und das ist jetzt vielleicht eine ganz tolle Neuigkeit, ich habe meinem Vater vor 1,5 Jahren das COPD-Pflaster von Dr. Renner gegeben. Und er hat es dann genommen, weil er COPD erkrankt war, seit über 15 Jahren. Also ganz schwer. Und erstens einmal eine Erleichterung bekommen, ja. Und mittlerweile, und das ist auch vom Arzt bestätigt, hat ihm sein Lungenfacharzt gesagt, er ist ausgeheilt. Das ist was eigentlich bei der COPD-Erkrankung fast unmöglich ist. Ausgeheilt heißt das, er braucht jetzt keine zusätzlichen Medikamente, kein Cortison mehr nehmen. Und er hat eigentlich, und da ausgeheilt versteht man, dass er die Lungenfunktion seines Alters entsprechend zu 100% wieder hat. Wow. Wie er mir das gesagt hat, habe ich fast Tränen in die Augen gehabt und habe mich wahnsinnig mit meinem Vater darüber gefreut. Also das war echt fantastisch. Und diese Geschichte habe ich heuer beim Skifahren an Skikollegen erzählt am Sessellift. Und wenn wir oben waren, hat er gesagt, du, das Pickerl bestößt mir auch, weil beim Skitouren gehen geht mir immer die Luft aus. Das ist sensationell, ja, weil ich weiß, wie dein Vater gelitten hat, du hast es mir erzählt. Ist das jetzt ein Jahr her? Du hast ja auch ein Interview gegeben beim Schweizer TV damals, das haben wir aufgezeichnet. Ja. Und wie lange ist das jetzt gegangen? Ja. Wann hast du das erste Mal das geklebt bei ihm? Ne, das war zur Roadshow-Zeit, das war so November 2018, glaube ich. November 2018 und wie viele Pakete hast du gebraucht? Na, er hat ein Paket hat einmal geklebt, also eine 20 Pflaster. Dann war er über den Sommer. Über den Sommer alle 3-4 Tage hat er das für die 2 bis 4 Stunden raufgegeben. Und dann war im Sommer, hat er fast keins genommen. Und jetzt im Herbst, bevor der Winter wieder kommt und das schlechte Wetter kommt, hat er eine Probepackung von mir, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Weil was kann man an 77-jährigen Mann schenken als für Gesundheit? Das hat er dann wieder genommen. Und er hat dann die Untersuchung gehabt, jetzt im November, Dezember. Und da hat ihm der Lungenfacharzt eben diese schöne Diagnose mitgeteilt. Genau, um das geht's. Ja, genau das geht's. Das, was wir wollen. Das ist Familien helfen. Ja, ich sag's immer wieder, wir haben Produkte und ich habe selber erlebt, was Besseres und Schöneres gibt es ja gar nicht, Werner, gell, als wenn man das selbst erlebt. Gell. Und das ist ja eigentlich eine Krankheit, da müsste man mal den Dr. Gollmann fragen, was ja nicht so ohne weiteres so als ausgeheilt, also was man so sagt, das ist noch ein Jahr dann weg oder so. Gell. Also das weißt du eh besser. Nein, das ist eine Krankheit, die hat man. Und die bringt man nicht weg, weil das Problem ist das bei der COPD-Erkrankung, da werden die Bronchien belegt durch Schadstoffe. Genau, und Mikrofeinstaub. Ja. Genau, mein Vater hat jahrelang als Lackierer gearbeitet und dann über 30 Jahre auf einer Tankstelle, ja, und geraucht hat er nebenbei auch noch, er hat dann mal aufgehört, ja, und ja, diese Ablagerungen, die sind nicht weggegangen. Ne? Wahnsinn. Also das ist, also ich habe das nicht gewusst, Werner, aber es freut mich umso mehr. Und ich sage es immer wieder, ich habe es immer wieder gesagt,
eines Tages wird der Herbert Renner den Nobelpreis kriegen, weil den hätte er schon lange. Normalerweise. Jawohl, Herbert. Herbert ist heute dabei. Ja? Also Herbert, kannst du dich kurz einmal einklinken da bitte, weil das hast du auch noch nicht gehört oder doch schon vielleicht. Herbert. Ja, hallo. Na, Werner, super Nachricht, hat mich sehr gefreut. Ja. Also man kriegt eh nur im Anruf, wann was nicht funktioniert. Und, ja, genau. Wenn man die Neuigkeiten kriegt, das habe ich richtig ganz laut gekriegt, dass du das erzählt hast. Ja. Super. Jetzt haben wir, Werner, für dich auch gleich eine Neuigkeit, weil du hast ein Glück mit Wien, weil wir, ich bin eine gebürtige Bad Fischauerin aus der Neustadt. Ich fahre regelmäßig meine Mutti besuchen und meine Familie. Und wir fahren in 14 Tagen, sind wir draußen, das Wochenende 22. Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir haben vor, auch kurzfristig jetzt die Wiener noch zu motivieren und vielleicht ein kleines Treffen für die, die zufällig Zeit haben, dieses Wochenende mal zu organisieren, um uns persönlich kennenzulernen. Na wunderbar, also ich denke, die Kontaktdaten hast du sicher schon vom Harald bekommen und ich freue mich dann, wenn wir uns da was ausmachen können. Ja. Sehr gut. Sehr gern. Ausgezeichnet. Bist aber selbstverständlich auch in Kärnten gerne eingeladen werden, also solltest vorher einfahren. Ja, ja, also meine bessere Hälfte hat ja einen Teil auch in Börtschach, wo man regelmäßig aber. Naja, dann wirst du bei Wolfsberg nicht mehr vorbeikommen, oder? Da fahren wir in Wolfsberg bis jetzt immer vorbei, jetzt vielleicht bleiben wir jetzt stehen. Ja. Genau, du wirst bei Nord abfahren müssen und dann bei Süd wieder auffahren. Sehr gut, ja. Okay. Das heißt, an alle Wiener, an alle Geschäftspartner, die jetzt in Wien Geschäftspartner haben oder Kunden, dann merkt ihr gleich 14 Tage das vor. Da werden wir jetzt kurzfristig ein kleines Treffen organisieren und alle Wiener oder Wien-Umgebung können da dann gern teilnehmen. Genau, das werden wir auch auf der Telegram-Gruppe bekannt. Posten, ja? Genau. Ja. Werner, vielen Dank. Okay, guten Abend noch. Danke dir, gell? Ciao, Werner. Nachricht. Ciao. Ich sehe da noch, da ist ein Schüler von dir drinnen, Wolfgang. Ich glaube, der war in deiner Schule, der Dr. Diplom-Ingenieur Christoph Knauder, darf ich dich kurz einmal einholen da? Er ist ja, ich habe jetzt schon eine Wahl nicht mehr gesehen, aber heute wieder im Zoom dabei, das freut mich ganz besonders. Christoph, bist du online? Ja? Ich bin online, muss man relativ leise reden, weil meine Tochter bald einschläft. Ah, okay. Der sitzt neben mir, also ist nicht so ideal, sagen wir so, aber der Wolfgang war mein HTL-Lehrer. Auch. Der war sogar damals mit. Christoph, der war bist sogar du, mit bist du Christoph Furzer, bist du der Rodelfahrer? Ja, genau. Ja, hallo. Wir waren zwar nicht gemeinsam rodeln, aber auf jeden Fall gemeinsam Skifahren beim Skikurs damals in Zell am See. Genau. Kann mich gut an dich erinnern, ob der Bild von mir, obwohl ich dich nicht sehe. Ja, ich muss mal, weil die Tochter, ich habe zwei kleine Kinder, der Bursch schläft zum Glück schon, die Tochter ist noch ein bisschen wach und ein bisschen kränklich und deswegen muss ich da ein bisschen hochhalten. Ja. Du bist in Freundschaft, gell? Bin ein gebürtiger Wolfsberger und bin auch wohnhaft in Wolfsberg. Nur der Rodelverein ist in Franschach. Ja. Okay, genau. Ja, das sieht man eigentlich öfters in den Zeitungen. Ja, vielen Dank. Ja, und mich würde es natürlich freuen, wenn wir uns demnächst wieder mal persönlich treffen. Gerne. Dass wir einfach eine neue Struktur bauen können und die Strategie ein bisschen vertiefen können. Ja. Super, machen wir gern, kein Problem. Also würde mich auf alle Fälle freuen. Euch natürlich als neues Vertriebsteam oder Vertriebsleiterteam natürlich viel Erfolg. Danke dir. Pusht uns alle anständig und dass wir gemeinsam dann Erfolg haben und natürlich gemeinsam den Weg gehen, was der Harald schon eingeschlagen hat vor längerer Zeit. Du kennst mich als Lehrer. Wenn wir was machen, machen wir das immer mit Hand und Fuß, aber trotzdem mit so einer Vision, mit so einem Untergrund, dass du auch wirklich was für die Zukunft lernst. Wir haben immer ein Fundament gebaut, wo wir jetzt dann jeder nach seinen Gaben und Talenten dementsprechend sein Haus aufbauen kann, seinen Vertrieb aufbauen kann. Und da sind wir gerne bereit, den Menschen zu helfen. Genau, und wir greifen gerne auf eure Erfahrungen natürlich zurück. Super, ich bin mittlerweile auch schon 14 Jahre im Vertrieb und man lernt nie aus, man lernt immer gerne dazu und vor allem mit erfahrenen Leuten zusammenarbeiten ist natürlich umso schöner nachher. Perfekt, gern. Also alles Gute und wir hören uns auf alle Fälle. Genau, machen wir. Von mir aus eh oder hab's eh Bade. Wir freuen uns, wenn demnächst mal haben letzten, Sticker, ja. Dann reden wir zusammen, bitte. Ja. Okay, machen wir. Super, viel Erfolg, vielen Dank. Danke, tschüss. Danke, ciao.
So, dann haben wir noch den Stefan Vielhaber. Da, Stefan, klingt dir mal kurz ein. Erzähl mal, was bei dir so passiert jetzt. Stefan? Hört ihr mich? Ja. Ja, hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Nicht schrecken, ich schaue da im Hintergrund gerade ÖFB Cup. Kein Problem. Genau. Und zwar, ich habe hab vor kurzem ein richtig geiles Erlebnis gehabt, muss ich sagen, mit dem Fuel Saver, gell? Ja. Und zwar, ich habe mir vorher bei meinem Alpha auch schon drinnen gehabt und war da schon ein Wahnsinn, muss ich sagen. Ich bin gefahren, der so 150 PS Alpha, bin ich in der Stadt auf 7 Liter gefahren. 6,5, 7 Liter, gell? Mhm. Haben wir jetzt aber einen BMW gekauft, einen 530er Diesel. Der, was ein wenig aufgemacht ist, der knappe 300 PS, gell? Eine Sechszylinder-Maschine. Und ja, da fährst du in der Stadt normalerweise im Durchschnitt so an die 10, 11 Liter. Mhm. Ich habe eine Zeit lang gefahren und bin nicht unter 9,7 Liter gekommen. Keine Chance. Egal, wie ich getragen habe, was auch immer. Ich habe jetzt seit mehr als drei Wochen sind es nicht, den Fuel Saver drin, muss der falsche Schnitt in der Stadt auf 7,8 Liter schon rüberkommen. Unvorstellbar. Normalerweise mit so einem Auto kommst du auf solche Werte niemals. Ja. Der ist schwer, der hat Leistung, der hat Hubraum, der schluckt normalerweise. Aber nichts. Ja. Der Stadt auf unter 8 Liter. Bis jetzt gehören ich mir erst seit 2-3 Wochen drin. Meine, wenn der mal das komplette System durchgereinigt hat, er stinkt extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er alles verbrennt. Noch, ne? Ja, genau. Jetzt fahrt er den ganzen Dreck durch, also unvorstellbar. Also das muss einfach aussehen. Und so der Matthias, der ist jetzt, glaube ich, leider nicht mehr herinnen. Der war auch so begeistert. Der hat jetzt gleich auch vier Fuel Saver vermittelt, am Sonntag nur. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also es geht wirklich dahin und ich muss zu euch natürlich auch sagen, ich bin echt glücklich, dass ihr da seid. Na danke, super, das, danke. Meine persönliche Meinung, weißt du, ich schaue mir halt die Leute gerne an und habe sofort immer ein bisschen einen Durchblick. Weil ich weiß nicht warum, aber ich habe immer sofort das Gefühl und das stimmt, aber bei euch, ich habe wirklich das erste Mal so richtig ein gutes Gefühl und weiß ganz genau, das wird funktionieren, das wird hinhauen und das wird einen guten Weg einschlagen. Genau. Ich hoffe, dass wir sie bald mal irgendwo sehen, am Weg nach Oberösterreich. Genau. Durch. Genau. Wir haben vor, dass wir demnächst eben raufkommen auch und dann alle die da oben in der Gegend sind, dass wir die irgendwie zusammen da holen und mit denen was machen. Ja, voll. Na, war echt klasse. Also ich glaube, vielleicht geben wir... Bitte? Du sprichst aus dem Herz jetzt, ja, und ich merke das, wie du aufgehst jetzt und wenn der Spirit passt, du siehst die Produkte passen und vor allem, wenn man sie selber ausprobiert hat, dann braucht man nicht hurchen, was redet der oder du redest einer, das geht nicht. Ich habe selber erlebt und fertig und dann und das erzählst du dann einfach. Ja. Okay. Ja, danke Stefan, super, wirklich. Danke. Bitte gern. Okay, Stefan, du hast weiter schauen, wie viel steht es denn zwischen LASK und Salzburg? Immer noch 0-0. Aber sehr gut. Ich schaue ja nur in unserer Verwandtschaft, der Cousin von meiner Freundin, der spielt bei Lustenau. Und Lustenau ist ja dann ins Finale aufgestiegen, genau. Jetzt warte, wer sein Gegner wird. Ja. Austragen geht das Finale dann im Wörthersee-Stadion. Genau. Ich hoffe auf gute Kontakte von euch, dass da was geht dann, gell? Ja. Nächste Woche. Okay, danke. Na gut. Stefan. Okay, Stefan, viel Spaß noch. Ciao. Ja, dann hat der Wilfried, er probiert gerade was zu bestellen und hat da Probleme. Das müsstest spezifizieren, bei was es Probleme gibt. Es bestellen jeden Tag die Leute, gell? Also, keine Ahnung. Also, jetzt nicht klären, aber sonst ein Ticket schreiben einfach, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ja. Übrigens, ich habe gerade von der Software die Mitteilung gekriegt, dass eure E-Mail-Adresse aktiviert wurde. Ich habe sie gerade da in den Chat reingestellt. Das heißt, dass in Zukunft nicht 1000 Leute mich fragen, wie geht es und hin und her. Schreibt es bitte der Familie Holzer unter holzer@blasfor.com ein Mail
ihr kriegt dann noch die Zugangsdaten von mir, damit ihr das auch lesen könnt. Gell? Ja. Sehr gut. Ja. Gibt es von euch jetzt noch weitere Fragen? Habt ihr noch andere Fragen? Wer ist denn da noch so da? Schauen wir mal. Ja, ja gut. Also ansonsten, wenn es keine Fragen gibt, dann habt ihr noch irgendwas, was euch am Herzen liegt? Weil nächsten Donnerstag geht es ja wieder weiter, da habt ihr die Möglichkeit, wieder Leute einzuladen und schaut, dass da andere noch dabei sind, weil jetzt wird es die Runde machen. Die Präsentation ist jetzt dann morgen, übermorgen dann im Download-Bereich drin. Wir werden das auf Telegram dann verkünden und durbst bitte die Telegram-App installieren. Ja, das sollte mittlerweile jeder schaffen. Wir haben schon mehrfach den Link gepostet, da brauchst du nur draufdrucken und dann installieren und bist in der Gruppe automatisch dabei und den auch weiterschicken, weil wenn ihr Interesse habt, dass die Leute am Laufenden sind, dann sollten sie da dabei sein und nicht, so wie heute haben ein paar gefragt, ja wann ist das und wo ist der Link und das. Das ist ja eure Aufgabe. Wir übernehmen viel als Firma, es wird da reingepostet, aber da müsst ihr zumindest die Leute da hineinbringen. Gell? Das müsst ihr selber machen. Ja, ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, dass wie gesagt, wir da lernen müssen, wirklich Verantwortung zu übernehmen über die eigene kleine Gruppe. Und das wäre jetzt wirklich so der erste Schritt, Kontakt aufzunehmen mit allen Partnern und sie zu motivieren, in diesen Channel mal hineinzugehen und vielleicht bei den nächsten Treffen, jetzt nächsten Donnerstag oder den Donnerstag darauf teilzunehmen, damit wir uns ein bisschen mehr kennenlernen können, alle zusammen und dann die nächsten Schritte zu setzen. Ja, genau. Ja. Da hat man dann die Chance, nächsten Donnerstag, ja, genau. Ja, gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was euch interessiert? Eine Frage, irgendwas? Ja. Ja, es gibt keine Einstiegspakete mehr. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gell? Genau. Wir haben nächste Woche eine Softwarebesprechung. Wir haben die Einstiegspakete weggetan. Die wurden ja von den Vertriebsdirektoren damals gewünscht. Ja, das war nicht meine Idee jetzt, sage ich mal. Und man hat gesehen, dass das eigentlich nicht dorthin geführt hat, wo wir hin wollten. Und jetzt gehen wir einen anderen Weg. Der Einstieg ist ab sofort nur mehr die 29,90 netto. Das heißt, die Software, das Backoffice-Gebühr im Jahr, und dafür kriegt man ja wirklich ein wunderschönes Backoffice und Praktikables, das ist alles. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Kaufzwang von irgendwelchen Produkten oder so. Ja. Und ich sage mal, wenn die Leute begeistert sind vom Produkt, dann kaufen sie es eh. Und viele machen dann schöne Umsätze, so wie wir jetzt bei der Petra gesehen haben, 2 Kunden zu 5.000 Euro Umsatz. Bei 2 Gesprächen, also 100% Quote quasi, wirklich besser geht's nicht. Und die werden sicherlich darüber sprechen, weil sie einfach begeistert sind. Wir kriegen laufend Nachrichten und genau das gehört verbreitet. Da würde man euch auch bitten, da mitzuwirken, dass ihr auch Videos macht. Weil sowas, was der Werner heute gesagt hat, wenn wir das nicht wissen, gell, das gehört verbreitet. Da gehört ein kurzes Video gemacht und das dann in die Datenbank, in die Vimeo-Datenbank hineingestellt und vor allem auch in Blasfor-Channel auf YouTube. Den bitte auch liken, weil da kommen immer wieder dann neue Videos dazu. Und je mehr es so positive Ergebnisse gibt, desto schneller wird sich das dann verbreiten. Und das ist das, was wir wollen. Ja. Ja. Und so, dazu zu sagen ist natürlich, dass der Kunde, also ich glaube, konzentriert sich jetzt gerade am Anfang mehr auf dieses Kundenprogramm. Also wir haben es bei uns selber gesehen, also wir haben in kürzester Zeit, also die Kunden bestellen jetzt die nächsten Tage, weil wir haben ja noch nicht gesagt, wo sie bestellen können, weil wir jetzt da das ganze Programm jetzt noch geändert haben. Aber wir haben in kürzester Zeit wirklich mehrere Kunden und die erzählen das schon weiter, weil der Kunde, Der braucht nicht viel Wissen, der braucht nur begeistert sein von Produkten, der erzählt das ganz einfach weiter. Und der Kunde kann ja jederzeit Partner werden. Nicht? Und was glaubst du, wie der begeistert ist, wenn der schon im Hintergrund eine Struktur aufgebaut hat, von der er noch gar nichts weiß? Und dann stellt man um auf Partner und auf einmal hat der auch schon einen Verdienst. Das ist ja total motivierend. Also jederzeit kann er den umstellen. Ja, und als
ein Kunde, wenn der sich registriert, zahlt er natürlich keine 29,90. Erst wenn er dann sagt, ich möchte Partner werden, dann zahlt er diese 29,90 Backoffice-Fee. Vorher nicht. Genau. Das heißt, es ist ganz leicht, Kunden zu registrieren, weil es kostet eigentlich nichts. Kostet nichts, er kauft nur. Und der hat den Vorteil, bei jeder Empfehlung sofort eine 30%ige Gutschrift zu erhalten. Also alles ist noch nicht umgesetzt, ist klar, weil wir müssen natürlich mit der Software da jetzt einiges erstellen, was möglich war, waren die Preissenkungen, der Fuel Saver ist drinnen, die Pakete sind drinnen für die Plasmatücher, gell? Die Grauen sind noch sehr limitiert, also die gehen jetzt auch ordentlich weg, also da haben wir nicht mehr lange, gell? Also sag's gleich dazu, weil nachher kommen die Leute wieder, wann gibt's die Grauen? Also es gibt dann vorläufig einmal keine Grauen, aber jetzt gibt's noch welche. Wenn er haben will, soll sie jetzt bestellen. Und und die Frage war dann noch, ob die Eagle-Software, also die Eagle, das wird nächste Woche besprochen. Wir haben da eine Softwarebesprechung. Wir werden auch bei der Eagle da Anpassungen vornehmen, sagen wir mal so. Also mehr werden wir nicht zu sagen, das muss noch besprochen werden. Aber wichtig ist, dass die Eagle, das ist ja ein Tool, ein wunderbares, von jedem, der was tun möchte, genutzt werden kann. Weil es ist ein Zeichen der Zeit, dass man Social Media nutzt und die tausenden schönen Fotos und Videos, die da drinnen sind, die kehren einfach unter die Leute. Und so wie es der Wolfgang Bosset so schön gesagt hat, am 29. Könnt ihr euch vorstellen, wenn einmal 300 Leute jeden Tag auf Facebook, auf Instagram und so weiter irgendwas vom Plus vor, von der Green Family posten, ja was glaubst du, was da los ist? Die sehen jeden Tag nur mehr Green Family, aber was ist denn das? Irgendwann kann dann sein, dass einmal nachfragt, um was geht es denn da bei euch überhaupt? Ja? Also so wird man natürlich aufmerksam auf die ganzen Produkte und wenn man dann noch so tolle Videos hat, wenn der von Google und der sieht dann den Werner Schweiger dann und der hört es von Werner, was sein Vater erlebt hat und der hat ja auch ein anderes Interview schon gemacht, ja, was glaubst du, was wird denn der tun? Der wird sich einen Partner suchen dann, wo kann ich mich da registrieren? Ja. Ja. Genau so. Gut, sehr gut. Okay, gibt es irgendwelche anderen Dinge noch, die noch gefragt werden? Warte mal, schauen wir da noch kurz eine. Ja. Ja, es wird bei der Eagle wird es eine Landingpage geben. Ja, natürlich. Gell? Da gibt es eine Landingpage. Klar, ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, ja gut. Also ich glaube, dann sind alle Fragen soweit geklärt. Dann sage ich vielen Dank für den schönen Abend und nächsten Donnerstag gleiche Zeit, gleicher Ort, gleiche ID. Ja, wir werden es wieder posten und dann sehen wir uns. Gleicher Inhalt. Gleicher Inhalt, das machen wir jetzt dreimal hintereinander, also noch zweimal. Genau. Und nur jeder von euch motiviert seine eigenen Partner und vielleicht noch ein paar neue Kunden und Freunde, die Grink Family kennen. Zu lernen. Kann man es ja über die Präsentation, die dann im Download-Bereich ist, dann selber weiter duplizieren. Ja. Genau. Okay. Okay, dann wünsche ich euch auch eine gute Nacht, schönen Abend noch und bis nächste Woche dann. Ja, freue mich. Gell? Tschüss, ciao. Ciao, tschüss. Tschüss.